normalerweise haben die Jugendlichen, die wir hier unterrichten, keine Chance auf dem Arbeitsmarkt, nicht die geringste. Die gesamte Vorausbildung fehlt. Die deutsche Sprache ist überhaupt nicht drauf. Und wir versuchen, die dann so weit zu bringen, dass sie mit den deutschen Schülern auf einem Level stehen. Ich schreibe da gerade meine Lebenslauf, weil ich ein Computertechniker werden möchte. Ich möchte Kellner werden. Für den praxisbezogenen Ausbildungsbereich haben wir Partner, wie hier Jalini im Berufskolleg bei der Textilverarbeitung. Man kann nicht 17 Nationalitäten unter einen Hut bringen. Deshalb ist es unser Hauptanliegen, jeden dieser Schüler möglichst individuell zu fördern, um ihnen nicht nur die Schullaufbahn zu ermöglichen, sondern auch den Übergang ins Berufsleben. Dennis, ein ehemaliger Schüler, hat es geschafft. Er macht hier eine Ausbildung zum Autolackierer. Unser Ziel ist es, möglichst allen Schülern diesen Weg zu ermöglichen.